Hallo und herzlich willkommen zurück bei Espresso Tycoon. Wir haben in der letzten Folge unser eigenes Kaffeeunternehmen gegründet, haben einen erfolgreichen, Kaffeetruck in Südafrika gemacht. Das war das Tutorial. Und jetzt geht's hier mit der Kim weiter. Und die Kim erklärt uns jetzt, wie wir hier dieses schicke Café eröffnen oder sagen wir mal wieder eröffnen. Das sieht ziemlich heruntergekommen aus. Na gut. So, wir müssen das irgendwie nochmal machen scheinbar. Vita Coffee. Wir bleiben bei der gleichen Sache. Und wir bleiben jetzt auch mal bei Ballet Harmonie, weil ich glaube, ich möchte das nicht in jedem Café neu umstellen. A recognizable brand is a must-have in such a competitive market. Ja. Now let's take care of the coffee shop itself. At this moment it's very neglected, but I'm sure you can quickly bring this place back to life. Do you see this cabinet in the middle? The previous owner must have left it here. Let's sell it to make some space. Hiha, wir haben Kohle. Sehr gut. Verkaufe diesen Dekorationsartikel. Dekorationen verkaufen. Ja, wie mache ich das denn? Warte mal, ich nehme den jetzt. Wie kann ich den denn verkaufen? Vielleicht mit drücke R oder F zum Drehen, Delete zum Verkaufen, halte Left Alt zum Einrasten. As you can see, not only did we get more space, but we also got some extra cash. Ja, remember, if you ever need some money, you can always sell some of your furniture. Anyway, it's time to renovate the walls and floors. Ja. Ach, wunderschön. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Housekeeping. Ändern Wand. Okay, Wand. Können wir denn jetzt hier alle Kategorien? Was müssen wir denn machen? Speziell Gemälde, Fußböden, Wände. Freundliche Wand, 1 Dollar per Quadratmeter. Oh, wow, das sieht ja richtig nice aus. Moment, nein, ich will noch die andere nehmen. Wände, Backstein. Wow, das sieht noch viel besser aus. Jetzt Heck. Bist du sicher? Dich wird das etwas kosten, 127. Machst du das jetzt einmal komplett rum? Nee, tatsächlich nur diese Seite. Okay. Hoppala. Die Wand können wir ja tatsächlich anders machen. Finde ich gut. Ja, bitte einmal bis zum Ende durchstreichen. Wundervoll. Ich finde, das sieht schön aus, dass wir so zwei verschiedene Muster haben. Finde ich gut. So, ändere Fußboden. Machen wir auch mal. Fußböden. Was haben wir denn da? Oh, so einen schicken Holzboden. Oder noch einen anderen schickeren Holzboden. Naja, gut. Was ist denn das hier? Das ist beides das Gleiche. Das ist, glaube ich, mir egal. Oh. Ich hätte so gerne mein eigenes Café, ne? Ihr wisst es, Freunde. Oh, warte mal, hier ist auch nochmal. Welcher Boden war denn das jetzt? Dann machen wir doch ruhig einen anderen. Komm. Ja, finde ich gut. Nee, finde ich nicht gut. Nochmal neu. Ja, keine Experimente hier bei dem Kram, ne? So. Was haben wir noch sonst noch? Schließe Dekorationsfenster, wenn erledigt. What a change. Now the coffee shop looks awesome. It reminds me of some popular TV show from the 90s. What was its name? Ha, I can't remember. Anyway, let's keep on working. It would be a waste to have such a cozy space and not add some tables and chairs. Let's do it now. Ja, guck mal, sie spielt also auch definitiv auf das Café an von Friends. Ich glaube, das sah auch so ähnlich aus, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, gut. So, habe 3 Tische und habe 6 Stühle. Das kriegen wir hin. Voilà, Dekorationen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, welche Tische und Stühle nehmen wir denn da. Also ich will es mal so sagen. Und mal machen wir mal weg. Ich würde ganz gerne, wenn das hier der Eingangsbereich ist, hier so ein paar Tische aufstellen. Ja, das können wir machen. Und zwar vielleicht so eine Sache hier. Wie viel müssen wir haben? 3 Tische und 6 Stühle. Hier ist natürlich auch dummerweise. Echt ein bisschen blöd hier gerade. Machen wir es mal so. So, hier ist noch ein paar Stühle. Und wir werden auf jeden Fall eine Couch bauen. Definitiv. 9,
90, 75. In Beige sind die ziemlich hässlich. Aber warte mal, wir können die auch ändern hier in der Farbe. Schwarz. Ah, nehmen wir mal diese Farbe, die ist jetzt nicht viel schöner, aber ich sag jetzt mal, wir werden vielleicht für dieses Café nicht so viel brauchen. Ich finde das so tatsächlich sehr intuitiv. Wo ist denn jetzt der Stuhl hier? Der ist es, ne? Jetzt haben wir die Farbe wieder. Ich glaube, die Farbe war es. You are a natural-born interior designer. Now that our cafe isn't so empty anymore, we have to hire a barista. Since our place isn't very popular yet, I saw only one CV sent by. Let me check. Rachel Bean. Well, let's hire her. Ja gut, das ist natürlich überschaubar, wenn wir nur eine Mitarbeiterin heiern und sich noch nur eine beworben hat. Rachel Bean. Die nimmt 72 pro Tag, dann heuern wir die mal an. Die hat eine 12-Stunden-Schicht, das ist natürlich schon hart. Kaffee ist eher schlecht. Milch kann sie gar nicht. Kunst kann sie schlecht. Schnelligkeit ist sie nicht schlecht. Und sie ist also schnell. Kaffee kann sie schlecht. Hm, hervorragend. Ich glaube, wir können sie jetzt gerade mal nicht trainieren, oder? Schließe das Fenster, wenn erledigt. Rachel Bean, that reminds me of someone. She is now part of your business, but she has no clue when she should start her shift. So let's set up her schedule. Remember, each employee prefers different working hours. Freunde, ich bin super begeistert von dem Spiel momentan. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte erkundet, glaube ich. Öffne das Zeitplanfenster, ziehe, um den Zeitplan festzulegen. Warte mal, ich bin bevorzugt nachmittags, ja, aber... Du weißt ja auch, wenn er arbeitet. Was? Schließe das Fenster, wenn er liegt. Ich kann das nicht tun. Die arbeitet doch gar nicht. Zeitplan. Rachel Bean. Ja, jetzt kann ich das nicht machen. Das ist ja hervorragend. Okay, sie arbeitet irgendwie zwischen 2 Uhr und 14 Uhr. Hm. Aber ist ja auch schon die Rachel. I see you successfully assigned her the hours. Now let's wait till she starts her shift. Remember, when there's no barista in the coffee shop, you can always skip time until the next one shows up. Okay. Haben wir so eine 24-Stunden-Sache jetzt? Great! We're almost done setting up the coffee shop. I've already organized some supplies, such as coffee beans, water filters, takeaway cups, and milk. However, we've been using cheap, low-quality supplies so far, and it's time to level up. Let's prioritize getting better coffee beans from a reliable provider. Das finde ich gut. Also, wir werden nochmal die Vorräte checken und bei den Kaffeebohnen vielleicht mal eher den reinen Espresso nehmen. Der ist ja, also Kaffeebohnen, das sind ja verschiedene, das sind jetzt nicht die jeweiligen Kaffeesorten. Und einfach nur die verschiedenen, na ihr seht schon, Sternebewertungen. Wir kriegen hier für 8, also 5,80 ein Stern oder für 8 als Herzensbrecher Espresso. Wir haben hier Mespresso momentan und Dreamway-Bohnen, da haben wir auch ein paar von, das ist nicht so schlecht. So, öffne das Fenster. Vorräte, Priorität, Kaffeebohnen ändern, um Dreamway-Bohnen zu verwenden. Aber das sind die sehr teuren. Und das haben wir jetzt gemacht. Jetzt verwenden wir die quasi als erstes. Das ist die... Schließ das Fenster, wenn erledigt. Mhm. Wir bestellen mal hiervon ein paar. Nur damit uns das nicht ausgeht, denn wir werden das später brauchen. Das werde ich schon, das sehe ich schon. Mal die Basics mal bestellt. Ne? Now that you know how to use different supply providers, it's time to open your coffee shop. But did we forget something? Of course. We forgot to set the menu and prices. Let's do that now. Okay, wir wissen das schon, wie das geht. Wir nehmen hier das mal da rein. Wir nehmen den Americano noch mit rein und den Espresso Doppio. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das macht. Now we are truly ready. Let's open the coffee shop. Können wir noch mal ganz kurz auf Pause machen und ich würde mir ganz gerne das Menü noch mal angucken und einfach zack, 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 einfach ein bisschen geldgierig einfach um 10 Cent die Marge erhöhen. Das macht dann im Real Life auch 10 Cent. Ja, genau. So, wir können von allem ganz viel machen. Kaffee eröffnen. Das hier, Kaffee. Kaffee geöffnet. Oh ja, hier, guck mal. PC geöffnet. It's officially open.
Now it's just a matter of time until it will be full of customers. Do you see this elderly gentleman? Let's see who he is. Sarah, bist du Sarah? Es ist kein Barista in Ihrem Café. Möchten Sie überspringen, bis der nächste Barista zur Arbeit kommt? Kann man eigentlich? Ja, kann man. Das ist ja gut. Ich würde gerne nochmal die Bewerbung durchgucken. Reinigungskraft anheuern, angeheuert. Okay, offensichtlich können wir das noch nicht machen. Und beim Zeitplan können wir den denn verschieben? Ja, wir können ihn verschieben auf, machen wir mal 8 bis 20 Uhr. So, kommt die jetzt wieder? Wissen wir noch nicht genau. Warten wir mal ab. So, was müssen wir sonst machen? Klick auf den markierten Kunden. Ein Senior. Senioren sind wie Schatzsucher. Sie wissen, wo die guten Sachen sind und schätzen einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Plaudern. Seien Sie nett zu ihnen und sie könnten einige ihrer erworbenen Weisheiten mit ihnen teilen. Das finde ich gut. This is Tom Heckles, a senior. He's about to buy a coffee. As you can see, Tom appreciates the fact that your coffee shop is clean. Try to keep it that way. Ja, haben wir. Machen Notice how the money you earn from selling that coffee multiplies. Money multiplier is a secret ingredient of our world. You earn more when your cafe looks nicer. Each decoration item gives you some style points. And when you get enough of them, your money multiplier increases. Let's do it now. Okay, das lesen wir nochmal auf Deutsch vor, damit ihr es auch ganz genau seht, was passiert. Oder auch nicht. Also, hier ist jetzt... Good job. Now you have a hint on how to earn money faster. Thanks to that, you will be able to invest more money to grow your business. For example, by training your employees. Try to train Rachel in any skill now. Okay, kannst du mich mal ganz kurz machen lassen? Das wäre nett, danke. Also wir müssen erstmal gucken. Hier ist erstmal der Senior, der hat sich jetzt gerade einen Kaffee bestellt. So, das hier sieht ja richtig schlimm aus hier mit der Theke. Das möchte ich mal auf jeden Fall anders haben. Wir müssen die Mitarbeiterin nochmal schulen. Bei der Mitarbeiterin war das auch ein Problem, dass sie die Schichten 8 bis 20 Uhr, na gut, jetzt ist sie erstmal wieder da. Anheuern kann ich hier keine. Ja, geht mal, ich ist noch gesperrt. Aber ich kann sie jetzt schulen. Schule die Mitarbeiter, dann machen wir das doch mal. Mitarbeiter. Trainieren. Schlecht zu nicht schlecht. Dauert 6 Stunden. Sehr schlecht zu schlecht. Aber was denn genau? Achso, Kaffee, Milch, Kunst, Schnelligkeit. Dann nehmen wir mal 160. Ja, Kaffee ist gut. Und das macht sie jetzt, obwohl sie trotzdem arbeitet. Once ja? Rachel's training is done, her skill will improve. It's important because your customers will judge the skills of your employees. The employees themselves also want to have some training from time to time. But remember, with better skills, they will also expect a better salary. I think you're ready to continue on your own, but before I go, let's check out the mission goals. Okay, ich verstehe schon. So, checken wir mal die Missionsziele. Smelly Cat, Mission 2. Dann, hab eine Gitarre, Gitarrenverstärker, Bewertung von 30 erhalten, wir haben aktuell 14. Besitze Barista mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindeststufe, nicht schlecht. Aktuell beste, schlecht, okay. You may wonder why you even need a guitar and amplifier. Well, there's a rising star of New York music, a girl called... Hoppala, in New York halt namens Phoebe. Um sie zu präsentieren und viele Fans anzulocken, brauchst du das richtige Equipment. Wir sehen uns bald vielleicht bei einem ihrer Konzerte. Okay. Dann erstmal danke. Räumen wir erstmal den Müll weg. Das Café ist jetzt geschlossen, oder? Überspringen. Wir können ja. Das Café ist offensichtlich nicht geschlossen. Wer bist du denn? Verlässt das Café. Sieht aus, als würde hier niemand arbeiten. Ich hätte. Ah ja, guck mal hier. Jetzt können wir noch einen zweiten anheuern. Sie arbeitet 12 Stunden am Tag. Jetzt brauchen wir einen, der auch viel arbeitet. Was nimmt sie nochmal? 72 pro Tag. Wow, okay. Wer ist denn hier mit Russell Tyler? Ellen Lee. Nicht schlecht, schlecht, nicht schlecht, sehr schlecht. Wir nehmen mal sie hier. Anheuern. Ja, und heuer nochmal einen anderen an, weil wir immer mal Pause. Jetzt geht es ja ein bisschen ans Eingemachte, was? Nice. I like it. So, 8 Stunden. Und jetzt machen wir nochmal eine Nachtschicht von... Oder machen wir mal hier den mit 6 Stunden, oder?
12 und 18. Ja, wir nehmen mal sie hier noch mit 6 Stunden. Heuern die nochmal an. Sehr gut. Und machen jetzt den Zeitplan. Warte mal. Welche war jetzt nochmal? Emilia Anderson macht die zweite Schicht. Die zweite Schicht geht von hier los. Machen wir es mal ruhig so. Und sie macht dann hier diesen Übergang zwischen 3 und 9. Ja, oder machen wir mal lieber so zwischen... Ja, genau. Machen wir es mal so. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Nachts, nachmittags. Sehr gut. So, das hätten wir schon mal. Müssen wir eine Menge Cafés verkaufen. Aber jetzt sind wir quasi rund um die Uhr online. Stillstand, Bewertung. Bewertung steigt nicht. Schau ins Fenster, Kunden, um zu sehen, warum. Machen wir Pause und gucken uns die Kunden an. Americano kostet hier viel zu viel. Sieht aus, als würde hier niemand arbeiten. Espresso kostet hier zu viel. Der Preis von Espresso ist sehr günstig. Ja, wir warten da jetzt erstmal ab. Americano! Oh, guck mal hier, da gibt es schon wieder ein Achievement. Das rattert ja hier nur so rein. Lass uns doch noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier... Schränke... Tische. Ich will mal nach Bar gucken. Ich finde, das hier ist richtig furchtbar. Neue Buchsammlung. Die haben zwar gesagt, wir sollen das eine hier verkaufen, aber das andere haben sie dann da gelassen. Gitarrenverstärker. 180, Gitarre 100. Okay. Lampen. Die finde ich gut hier. Guck mal, die finde ich richtig gut. Die stellen wir mal hier so hin. Muss einfach mal sein. So, jetzt lassen wir mal weiterlaufen, damit wir irgendwie Geld machen. Ist das hier unser Barista? Oh, hier. Hoppala. Ja, das ist der Barista. Die Baristarine, wie auch immer. Snacks. Haben wir keine Schränke? Tische. Standardsofa. Vintage-Sofa. Das ist blöd. Ja, ich glaube, sowas brauchten wir. Ich glaube, das ist das Sofa, wo die mal drauf gesessen haben. Ich bin mir nicht sicher. Das können wir theoretisch mal hier hinsetzen. Was kostet der Spaß denn? 90. Naja, wir warten vielleicht erstmal ab. Wir müssen ja auch irgendwie ein paar... Der Espresso kostet hier viel zu viel. Wir gucken mal. Dreamway-Bohnen haben wir keine mehr. Der Espresso kostet zu viel. Dann machen wir mal ein bisschen günstiger und bestellen nochmal was. Ah. Ich finde, jetzt geht's hier schon ab, oder? Kaffeebohnen. Das ist natürlich schon ordentlich hier. Ja, wir können durch zwei Packungen davon. Wir müssen natürlich hier im Menü gucken, was brauchen wir dafür eigentlich. Also, die Dreamway-Bohnen. Ja. Wasserfilter haben wir noch genug. Hier haben wir noch genug. Dreamway-Bohnen. Hier haben wir theoretisch auch Dreamway-Bohnen, aber... Achso, warte mal. Vielleicht müssen wir vielleicht die Mitnehmensachen. Einwegartikel. Ist das das, was wir haben? Trophäentassen. Stellen wir mal zwei davon. Müssen wir mal gucken, ob die das hier liefern. Und was ist eigentlich mit der Toilette? Americano. Dekoration, warte mal, vielleicht ist das gar nicht das, was wir haben wollen. Vielleicht brauchen wir Finanzen, Marketing, Recherche. Da müssen wir auch Sachen machen. Wie war denn das hier mit der Geldmultiplikatoren? Kaufe mehr Dekoration und sammle mehr Stilpunkte, um deinen Geldmultiplikator zu erhöhen. Je höher dieser ist, desto mehr Geld verdienst du mit jedem verkauften Kaffee. Mhm. Okay, wahrscheinlich sind wir gleich pleite.
Wer bist du denn? Ich will den Dekorationsartikel nicht verschieben. Ich will die Frau anklicken. Kundin kann man nicht anklicken. Aber noch vielleicht, weil wir noch im Dekorationsmenü sind. Ja? Der Preis von Espresso Doppio ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu versuchen. Sehr gut. Kunden im Café 3. Oh. Ja, muss auch mal wieder aufräumen, das ist ganz wichtig. Espresso ist ein bisschen hoch. Ja, okay. Ach, guck mal, das ist wirklich hier der mal 3. Okay, bei 40, ihr seht es hier, bei 40 Diamanten kriegen wir sogar einen 6-fachen Multiplikator, aber den haben wir noch nicht. So, und jetzt ist Barista Nummer 1 ist gegangen und Barista Nummer 2 kommt. Und wir haben, wie viel Uhr? 8 Uhr. Checken wir nochmal den Zeitplan. Das sieht einfach nicht gut aus, glaube ich. 8 Uhr, das heißt, der eine geht und die Morgenschicht kommt. Die sind dann zum Glück hier überschnitten, das heißt, da haben wir dann 2 Barista sogar. Wir werden mal gucken, ob die dann sogar beide gleichzeitig arbeiten. Sehr gut. Die Vorräte sind eingetroffen. Schnell einsammeln. Sollen wir noch ein paar Tische aufstellen? Ich weiß es gerade noch nicht. Noch haben wir ja Tische genug. Also... Ich weiß gar nicht, sitzen die hier Fremde miteinander am Tisch? Könnte auch sein, oder? Vielleicht machen die hier so ein Speed-Dating. Kann man die Mission sich einblenden lassen? Hier, besitze Barista. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das haben wir also. Kaffee-Mindeststufe, nicht schlecht. Sehr gut. Erhaltene Bewertung 30. Da sind wir auch dabei. Da brauchen wir nur digitale Verstärker. Oder? Ich würde sagen, wir stellen mal noch ein paar Tische auf, beziehungsweise 90 das Sofa. Geht irgendwie nicht. Okay, sie arbeitet da ohne. Sie haben da keinen Tisch für, oder? Sehe ich das falsch? Ja, mit den Lampen können wir nochmal nachhelfen. Gibt nochmal 3 Skillpunkte. Sehr gut. Übrigens die Lampen tatsächlich auch zu Hause, genau diese gleichen hier, die sind von Ikea, die sind sehr hübsch, wie ich finde. So, vielleicht mal noch eine Pflanze. Ne, das wollen wir nicht, wir müssen ein bisschen aufräumen hier. Hoppla. Wo haben wir da jetzt einen Tisch gekauft? Oh, das wollte ich aber nicht, naja gut. Bedauerlich. Aber so ist das manchmal. So, Trophäentasse, 2 Einheiten. Die liegen hier draußen. Müssen wir gut im Blick halten. Also bis jetzt gefällt mir das richtig gut, das Spiel. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck so ist. Und ich weiß auch nicht genau, was Steam dazu sagt, weil das Spiel gerade erst rausgekommen ist. Aber ich mag es wirklich sehr gerne. Ich mag es wirklich sehr gerne. Wir können auch mal bei den Kunden gucken. Preis von Espresso ist sehr hoch, ist sehr günstig. Espresso Doppio ist. Ich kann meinen Kaffee nicht auf den Tisch stellen. Doppio ist ein bisschen zu hoch. Espresso ist ein bisschen zu hoch. Kaffee nicht auf dem Tisch. Americano ist ein bisschen hoch. Naja, wir haben auch hochwertige Mitarbeiter hier und eine hochwertige Maschine. Also muss man schon auch bereit sein, so ein bisschen was. Guck mal hier, die Wände, die sich so zu Kaffeebohnen. Neutralisieren, das ist ja super süß. So, räumen wir mal hier auf. Wir können noch mal gucken,
Aber wir können dem wirklich kein Tischchen dazustellen, oder? So, warte mal. Können wir das ja mal so machen? Dann ist zumindest dekorativ richtig gemacht. Wir sind zu weit von Tischen entfernt. Das ist wahrscheinlich das hier. Müssen wir den nochmal umstellen, ja? Machen wir das mal so. Was macht sie denn jetzt? Wo läuft sie denn lang? Wo laufen die denn lang? Hallo? Unrealistisch. Ich habe den Kaffee den Tisch schon wieder gekauft. Ich hoffe nicht. Okay, wir machen das nochmal anders. Wir verkaufen den Tisch mal wieder. Da kriegen wir immer noch 80 Euro zurück. Das ist schon mal gut. So, wir prüfen nochmal unsere hier, genau diese Dinge. Basissachen. Wir haben noch einmal Dream Zone. Das ist gut. Und wir haben auch noch ein bisschen von dem anderen Zeugs. Oh, warte mal, nee, das ist die falsche Richtung. Wir müssen nach oben. Nee, so rum. Der muss nach unten. Genau. Wenn wir die Bohnen verkauft haben, können wir immer noch die da nehmen. Beziehungsweise wir können von denen auch nochmal zwei nehmen. Und dann setzen wir die Priorität nochmal höher. Wir haben noch ein bisschen von denen hier. Einfacher Wasserfilter haben wir auch noch. Und die Einwegartikel. Trophäentasse haben wir auch noch. Was ist denn hier mit den Zutaten? Milch können wir auch nochmal bestellen. Vielleicht zwei Stück. Einfach damit wir das haben. Und Sojamilch auch, meinetwegen. So, welche Tische sind denn hier zu weit weg? Ach, das ist das hier wahrscheinlich, ne? Tisch fehlt, aber ich... Ja, ich würde das ja so lassen, ne? Guck mal, wir können auch das hier machen. Das machen wir mal. So, guck mal, dann sieht das halt so aus. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Hervorragend. Gut. Haben die hier Dings hinterlassen? Nö. Müll. Nö. Guck nochmal bei den Kunden rein. Ja, und so langsam würde ich sagen. Referenzen. Hipster. Hipster ist da. Lässig. Gefällt. Trinken auch Espresso. Americano und Espresso Doppio. Trinken auch nix. Die Studenten können sich das nicht leisten, wahrscheinlich bei uns. Wir kaufen mal eine Gitarre, oder? Ich glaube, es wird jetzt an der Zeit, hier mal eine Gitarre zu kaufen. Eine klassische Gitarre. Gitarre Sunburst. Muss man die auf den Tisch stellen oder wo muss denn die Gitarre hin? Achso, die können wir uns gar nicht leisten. Die kostet jetzt 100, gerade kostet sie 90. So. Bestellvorgänge. Bestellvorgänge gehen um. Was? Stellung entlassen. Konnte ich das nicht? Habe ich das nicht gemacht? Ah, die bestellen das automatisch? Ah, das ist ja interessant. Jetzt habe ich das auf Entlassen gedrückt. Ja, ich habe jetzt hier die Herzensbrecherbohnen genommen. Die kommen jetzt gleich auch an. Ich fände es halt gut, wenn die den reinen Espresso auch mal verdingsen würden. Mal gucken auf die Karte. Bohnen. Das 8 Tassen, 8 Tassen, 4 Tassen. Also noch geht alles. Das
Aufräumen ist ein bisschen schwierig, weil man halt die Tische nicht so im Überblick hat. So vielleicht ein bisschen, ne? Da kann man von hinten gucken. So, gucken wir nochmal nach der Gitarre. Wir haben jetzt 145, das ist der Moment, wo man die Gitarre kaufen kann. Und was brauchen wir noch? Mal ganz kurz auf die Mission gucken. Wir brauchen noch einen Gitarrenverstärker. Okay, was kostet der? Gucken wir uns den auch noch an. 180, okay, da müssen wir noch ein bisschen für sparen. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Americano. Vielleicht machen wir es einfach ein bisschen günstiger. Ja, machen wir es mal ein bisschen günstiger für alle. Nehmen wir aber vielleicht auch andere Bohnen, die nicht mehr so teuer sind. So, jetzt ist die 8-Uhr-Schicht. Das ist immer das Problem. Die einen gehen, die anderen sind noch nicht da. Was ein bisschen schade ist. Aber gut. Wir sind bei 35. Mal ein bisschen schneller. Mal ein bisschen vorwärts kommen. Hier, 3 Leute sind da jetzt. Ach, wir wollten auch gucken, ob die beiden gleichzeitig da sind, ne? So. Errungenschaft. 25 Bewertungspunkte. Kampagne. Sehr gut. Easy. Der Preis ist sehr günstig. Naja. Aber wenn es sich ein bisschen rumspricht, haben wir da, glaube ich, mehr von. Was ein bisschen günstig ist. So. Vorräte sind eingetroffen. Sojamilch und die andere Milch. Der Preis ist ein bisschen zu hoch. Wann bist du denn Studentin? Senior. Auszeichnung. Dein Café Vita Coffee wurde ausgezeichnet. Das am besten dekorierte Café in der Stadt. Bewertung plus 10. Nice. Was sind die Bewertungen? Ah ja, das heißt, wir haben die Mission jetzt fast geschafft. Wir brauchen noch den Gitarrenverstärker für 180. Dann ist es soweit. Ich würde sagen, das machen wir auch noch. 180. Der nächste Café ist unser. So, Momentchen mal eben. Stellen wir mal hier rein. Halleluja, Halleluja. Ich finde es super nice. Dieses Halleluja sollte man immer kriegen, wenn man eine Mission abgeschlossen hat, auch im wahren Leben. Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Vita Coffee Café von einem verlassenen Ort zu einem beliebten Ort in New York gemacht. Hier können die Leute sitzen, entspannen und Live-Musik hören. Genieße deinen Erfolg, denn eine weitere Herausforderung kommt auf dich zu. Und als besonderes Extra haben wir 2000 auf dein Bankkonto überwiesen, damit du das Café ganz nach deinen Wünschen einrichten kannst. Bis bald. Na krasso. Oh, sie haben 2000 in Bar-Kampagne. noch ein Achievement. Ja gut, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns in der dritten Folge von Espresso Tycoon wieder. Und ich bin gespannt, was wir dann für eine Mission fahren müssen. Bis dahin wünsche ich euch eine wache Zeit. Macht's gut, bis dann.